willkommen zu World of Tanks Replays. Ich bin euer Temo67, der Ö50, Silberstream. YouTuber, ja, wieder ein Replay mit vom Jesse Junior aus dem Clan Boxin. Er ist ein Panzer 5-4. Er hat mich berichtigt, ich schaue immer Panzer 4-5, aber es ist 5-4 in dem Fall. Sind auf Karte Provinz in einem 2-Stufen-Matchup. Wir sind Top-Tier, ja, Panzer 4-5, ja. Ist natürlich eine Granate, der Panzer. Einer der besten Panzer auf der Tierstufe. Oder gemessen an den Stats würde ich behaupten, es ist der Panzer, der alles abräumt. Ich habe ihn selber, gab es im Schwarzmarkt, konnte man sich halt für Gold und für und dann für Silbertalerchen aussuchen. Hatte damals 5 Panzer, wurden einem angeboten im Schwarzmarkt, ob man die man noch nicht hatte. Aus einem kleinen Sortiment, sage ich mal. Ich war geierte zwar mehr auf den Kinderwerfer, den FV215B, den TD-10er der Briten, für den ja der FV4005 kam. Den habe ich nicht gekriegt. Was der beste Angebot war, ganze Reihe von den Fünfen, war auch der Panzerkampfwagen 4-5. Nein, halt, 5-4. Jawohl. So, ich weiß nicht, wer ihn verbaut hat, aber ich weiß, wie ich ihn verbaut habe. Ich habe einen Ansetzer drin. Ich habe eine Optik drin. Weil das ist schön mobil und Optik ist immer gut. Und ich habe einen verbesserten Drehmechanismus drin. Weil ich möchte gerne meinen Arsch schnell an der Wand kriegen, wie man so schön sagt. So, das übliche kleine Geraffel. Das ist meine Ausstattung. Ich weiß nicht, wie Jesse J. Jr. ausgestattet hat, aber auf Seite tanks.gg kann ich nur ans Herz legen. Ist jeder Panzer von World of Tanks drin. Ihr könnt die Spielerstats abrufen und sowas. Und was grün wird, ist besser geworden und was rot ist schlechter geworden. So, wir haben kommen jetzt auf 2012 Damage pro Minute statt 1811, also 200 Damage mehr. Jetzt hier habe ich 0,35. Ja gut, die trifft nicht immer. Kommt mit 110er Blech durch, Einziehzeit 1,92. 55 km Top Speed. Ja, ich finde, er fühlt sich so ganz leicht träge an. Aber gut, kann ich auch in Ausstattung sein, gegenüber der Horsepower, so bis der so in Schwung mal kommt. Wir haben 10 Grad Gun Depression. Ja, Hügel geht ganz gut. Panzerung, Wanne, Turm. Die Turmpanzerung ist nicht gut. Die Wannenpanzerung ist besser. Also schießen wir mit der Wanne. Nein, Scherz beiseite. Gucken wir gleich in den Detail an. 680 Strukturpunkte für 1 Meter Sichtweite statt 365. Also mit der Optik, da kommen wir ganz schön weit. Mit den Sichtweiten-Perks kommen wir noch weiter. 5 Leute passen rein. Und jetzt gucken wir uns immer uns im Detail mal an. Ein Hybrid. So steht da vor euch. So. Unterwanne immer verstecken über jedem Panzer. Oberwanne. Ja, Turm oben. Weak Spot ist klar, da haut euch alles durch. Hier Schottpanzerung. Prallt einiges ab. Aber hier vorne frontal durch den Turm neben der Kanonenblende. Da könnt ihr durchhauen. Da ist nicht viel Blech. Da geht's immer durch. Seite, wie gesagt, Kommandantenluke immer. Und Seite, Heck brauchen wir uns nicht kurz anzuschauen. Wenn wir uns anwinkeln, es passiert nicht allzu viel. Bounce-Winkel, ein bisschen weiter. Dann kommt man da fast schon wieder durch. Je nachdem, wie man steht, ist Mahlzeitstellung 45 Grad. Ist bei vielen Panzern die Idealstellung. Bei manchen Russen und Chinesen sollte man aufpassen. Weil die haben hier so ein Dreieck vorne drauf. Das geht dann in die Hose, wenn ihr euch anwinkelt. Dann hebt euch nämlich diese Panzerung, die ihr von Hause auf schon drauf habt, nämlich wieder auf. Ja, gut. Wir gehen ins Gefecht, denke ich mal. Hier haben wir es. Auf Karte Provinz. Was hat der denn auf? Okay. So. Springen wir rein. Karte Provinz. 8 Nachhörzeit habe ich gar nicht angesprochen, aber lieber um die 2-3 Sekunden. Schauen wir mal, wenn er geschossen hat. Oder ich reiche sie nachher nach. Also, gut, okay, wir fahren einmal geradeaus rüber, wir pushen rüber. Ja, er huscht ja ganz cool und ganz schnell durch. Kriegt rasant die Kurve. Ich
mal jetzt ehrlich, dass wir wieder so das Sonderangebot haben. So manche Discount einmal früh morgens anbieten, weil es nach 10 Uhr weg ist. Oder müssen wir auch pullern oder sowas. Oh, da kommt Excelsior. Oh, böse. Ah, geht auf Auto-Aim. Ah, schön. Schön da drauf. Und drauf. Excelsior. Und nochmal einen drauf, jawohl. Diese DPM von dem Panther, das ist so. Sorry. Ich glaube, ich etwas über 3 Sekunden Nachladezeit. Wenn wir dann noch mit verbesserter Munition schießen, das Ding macht so krassen Schaden. Ja, Bornpanzer 5-4, ja, Wanne vom Kampfpanzerwagen 5, also vom Panther. Und dem Turm vom Kampfpanzer 4. Auch so einen kleinen Twitter draus gemacht. Ich sag, Wanne vom Panzer super gut, aber der Turm. Da müssen wir auch vorsichtig sein. Aber in einem gleichwertigen Matchup sollte das gut klappen. Mache ich hier auf Nummer sicher. Auto-Aim. Ich versuche möglichst Auto-Aim zu vermeiden, weil Auto-Aim zielt meistens in die Mitte des Panzers. Und wenn man Pech hat, kein Panzer. So. Wir auch mal gucken, schön Aussicht genießen. Oh, das ist doch okay. Haben wir ein Excelsior? Oh. Wo fliegt die Murmel denn hin? Oh. Das hat er gespürt. Schön den Arsch rasieren. Na ja, gut, okay. Getrackt. Oh. Angesteckt. Lass ihn brennen. Jawohl, lass ihn brennen. Ja, Gefecht nicht mal 3 Minuten alt und ich guck gerade mal drauf. Steht 11-2. Während der Fahrt, ein Sturmlos, komm her, was soll's, was kostet die Welt? Kette getroffen. Ah. Hier noch mitnehmen. Fahrer ist tot, wir haben auch schon einen Fahrer bei dieser DPM. Das tut weh. Ja, wir rammen noch mal kurz, genau. Oh. Hier wird rasiert, was die Quaste hergibt. Meine Fresse, ey. Oh, vorbei. 15-2. Ergebnis angucken. Viel kleines Blech. Wenig großes Blech. 30 Anleihen bekommen. Ah, wieder gut fast das halbe Team wieder beschossen. Das ist ein Einzelkämpfer. 2.469 Schaden gemacht, 2 Kills. 4 aus dem eigenen Team hat nichts gemacht, aber im Gegner-Team war es auch so. Im Grunde war es ein 11 gegen 11, wenn es da, wenn man es so nimmt. So. Und wir konnten ein bisschen Kohle mitnehmen. Durch Personalreservenbonus. War ein schnelles, kurzes, actionreiches Replay. Aber jetzt gucken wir mal kurz die Nachladezeit. Ja. 3,28. 3,64 ohne Ansetzer. Das bringt fast der Ansetzer. Ja, hoffe, hat euch gefallen und dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut, ciao, ciao.